Heute seht ihr die besten Momente aller Zeiten. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann schaut unbedingt bis zum Ende und los geht's. Und zack. Okay, schau dir mein Ergebnis an. Meine Zeichnung sieht viel besser aus als deine. Hm, findest du echt? Nee, ich finde, meine gehört auf den ersten Platz. Schau selber, schau. Platz 1, Hashtag 1. Das hast du selber gemacht, du hast geschummelt. Du siehst aus wie ein Pupskopf. Was? Ich sehe aus wie ein Pupskopf? Und was bist du dann? Du hast nicht mein Gesicht, wo ist dein Mund überhaupt? Schau mal, ich habe sogar eine Krone, die leuchtet richtig gelb. Und mein Skin hat eine blaue Kapuze im Gegensatz zu deinem roten, hässlichen Skin. Wie kannst du sowas sagen? Du wagst es nicht. Naja, Ori, lass uns nicht streiten. Ich frag mich, wo deine Schwester ist. Hm, meine Schwester, stimmt. Sie hat sich heute doch gar nicht gemeldet bei mir. Wollte die nicht eigentlich mit uns zeichnen? Sollen wir mal schauen, was sie macht? Vielleicht ist sie ja nicht mehr unsere Freundin. Sim Lucky, das geht gar nicht. Sie ist meine Schwester. Sie wird für immer meine Schwester bleiben. Okay, weißt du was? Wir gehen einfach mal zu ihr und schauen, was sie so treibt. Warte mal, was macht deine Schwester da? Chico, 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 wer ist ein gutes Baby? Ey, stopp mal ganz kurz, Lilly? Sam Lucky, okay, was macht ihr denn hier? Wir wollten mal nach dir schauen. Warte mal, kann es sein, dass du den ganzen Tag mit deinem Baby beschäftigt bist? Seit wann hast du ein Baby? Was ist das für ein hässliches Baby? Oh ja! Hey, nenn's nicht hässlich, das ist süß. Wie, das ist süß? Oh Mann, Ukri, kommt das dir nicht auch irgendwie bekannt vor? Oh doch, aber seit wann hat Lilly ein Baby? Sie ist meine Schwester. Oh ja! Mami, wollen wir zusammen schlafen? Hä? Was hat er gesagt? Können wir gleich machen, Kleiner, aber vorher muss ich mit dem... Warte, ich hab grad auch kein Kind. Ich auch nicht mehr, Ukri. Das ist doch ein Kind. Seit wann das und warum will das Kind mit ihr im Bett schlafen, Ukri? Ich hab das miese Gefühl, dass es Billy ist und kein Baby. Hä? Was? Stimmt, das Kind sieht einfach aus wie Billy. Warte mal, denkst du, Billy prankt Lilly? Ich hab keine Ahnung. Ich liebe dich vom ganzen Herzen. Schwesterherz, woher hast du das Baby? Seit wann hast du ein Baby überhaupt? Also, vorhin an der Tür hat's geklopft und dann habe ich die Türen geöffnet und dann lag das da. Und seitdem ist es mein süßes kleines Baby. So schnell ging das? Wow, warte mal, das heißt, du hast ein Kleinen hier adoptiert? Mami, können Sie endlich weggehen? Was hat das gesagt? Das will, dass wir das weggehen. Hat was gegen uns? Warum das denn? Weiß ich auch nicht. Ich habe gehört, dass dieser rote Pupsi gemacht hat und der blaue auch. Was? Was hat er gesagt? Oh nein, oh nein, oh nein. Das nein, können wir nicht zulassen. Das ist komplett falsch. Der blaue macht Kaki und der rote macht Pupsi. Stopp mal ganz kurz, Lilly, du kannst ihm doch nicht recht geben dabei. Ist Lilly etwa irgendwie ein bisschen komisch geworden, seitdem sie das Baby hat? Ich weiß auch nicht, Ukri, wir müssen Lilly da unbedingt rausbefreien. Ich meine, was macht er? Mami, Mami, können wir bitte, bitte was zusammen unternehmen? Ja, können wir. Aber gleich, ich muss vorher kurz in den Garten was erledigen. In den Garten? Sie geht weg. Okay, oh, okay. Stimmt, sie macht hier jeden Tag ihren Garten. Das ist unsere Schanze zu lassen. Oh ja, das ist unsere Schanze. Wir befragen ihn jetzt. Kleider. Wer seid ihr? Wir nehmen ihn mit. Schmeiß ihn raus. Schmeiß ihn raus. Du, du. Nein, ich lass dich nicht los. Du bleibst jetzt hier. Hör mal zu, Billy. Also, du beantwortest uns. Hey, bleib stehen, bleib stehen. Also, ich hab ihn wieder. Okay, hör zu, Billy. Wir wissen ganz genau, dass du es bist. Was hast du nur vor mit unserer Schwester? Warum verkleidest du dich als Baby? Ich bin ein ganz normales Baby. Guru Gaga. Das glaubt doch kein Mensch. Der glaubt doch nicht wirklich, dass wir ihm das glauben. Junge, Billy, komm mal her. Wir stecken dich hier vorne in den Kühlschrank. Komm her, Alter. Ach, ja, genau. Da gehörst du rein. Okay, pass mal auf, Billy. Wir machen das so. Entweder du sagst es selber, Lilly, dass du kein Baby bist, oder wir sagen es Lilly selber. Komm her mal, du sagst das jetzt. Was soll ich was sagen, Sam Lucky? Was willst du uns sagen? Ich hab einen fetten Crush auf deine Schwester. Ich meine natürlich auf Ukri Schwester. Was? Ist das dein Ernst, Billy? Dafür kriegst du einen auf den Popo. Oh ja, Billy. Oh. Weißt du was, wenn du jetzt nicht zugibst, dass du in echt Billy bist, dann werden wir dich verpetzen. Ja, ganz genau. Es kümmert mich eh nicht. Wie, es kümmert dich nicht? Okay, wir werden jetzt meiner Schwester sagen, dass du Billy in echt bist. Du bist kein kleines Baby, du tust nur so. Au, Mama, die haben mir wehgetan. Habt ihr meinen kleinen süßen Baby auf den Popo gehauen? Nein, haben wir nicht. Der lügt, schau mal an. Mama!
Sie schlägt mich! Komm mit zum Lucky! Was machst du mit mir, Oki? Oh Mann, meine Schwester ist ausgerastet! Du hast recht, Oki, aber ich glaube, wir haben keine Chance. Sie glaubt wirklich, dass das ein Baby wäre. Ich glaube, wir können da jetzt nichts mehr ändern, Oki. Hast du vielleicht eine Idee? Wir müssen, Billy. Weiß schon. Nein, Oki, das werden wir ganz sicher nicht tun. So viel sind wir jetzt auch nicht. Ich habe da eine andere Idee, Oki. Wie wär's, wenn wir auch zu Babys werden? Warte mal, wie sollen wir das denn anstellen? Oh, doch, ich habe eine Idee. Wie wär's, wenn ihr jetzt alle ein Like da lässt und ein Abo? Vielleicht wären wir dann zu kleinen Babys. Oh ja, lasst in den nächsten Sekunden ein Like und ein Abo da. Vielleicht kommt uns dann eine Idee, wie wir zum Baby werden können. Wie können wir nur zum Baby werden, Oki? Ah, komm schon, Leute, lasst ein Like da und ein Abo. 3, 2, 1 und 0. Hast du eine Idee? Hat das geholfen? Warte mal, ich hab eine Idee bekommen. Wirklich? Was denn? Nee, hab ich nicht. Was? Nicht dein Ernst, Oki? Oh Mann, scheint so, als ob die Leute nicht genügend Likes da gelassen haben. Warte mal, Alter, hat meinen Namen gehört? Hä? Woher kommst du denn? Ich bin Dr. Hans. Ich hab hier das Perfekte für euch. Schaut mal her. Was? Der kommt ja wie gerufen. Warte mal, haben die Zuschauer sich etwa hierher bestellt? Ja, ich hab irgendwelche Nachrichten bekommen auf mein Smartphone. Wow. Dr. Hans, ich freue mich, dich zu sehen. Wir brauchen deine Hilfe. Wir müssen zu Babys werden. Oh ja, zu Babys. Oh ja, dieser Trank macht alles, was ihr wollt. Und zwar, dass ihr zum Baby werdet. Oh ja, gib mir sofort einen Trank her. Ich will den haben. Erstmal 3 Diamanten, ne? Was? 3 Diamanten? Oh Mann, Zuschauer, ey, konntet ihr den nicht kostenlos machen? Oh Mann, Leute, ich glaube, ihr habt noch kein Abo dagelassen. Ihr müsst jetzt alle abonnieren, damit wir 3 Diamanten bekommen. Oh ja, ganz schnell, Freunde, ihr müsst uns helfen. Dann können wir zu Babys werden. Habt ihr das gehört? Ist das nicht cool? Und dann können wir Okis Schwester retten von Billy. Und 3, 2, 1 und 0. Lasst jetzt sofort ein Abo da. Wow. Lasst ihn Lucky. 3 Diamanten habe ich bekommen. Hä? Wow, wie cool. Okay. Und habt ihr das Geld? Ja, haben wir. Hier, nehmen die. Und jetzt wollen wir den Trank haben, Dr. Hans. Aber schnell. Dalli, Dalli. Okay, hier ist ein Trank. Wie einer? Ich will auch einen haben. Auch einen? Ich weiß nicht, ob ich das so einfach machen kann. Dr. Hans, gib uns jetzt den 2. Trank, aber schnell. Oh ja, wir sind dir überlegen. Wir sind zwei, du bist einer. Komm her, Dr. Hans! Die Getränke sind sehr hochwertig, okay? Ich kann sie euch nicht einfach so geben. Was wird eigentlich passieren, wenn wir den trinken? Ihr werdet zu einem Baby in Minecraft. Bist du dir sicher? Hat er nicht irgendwelche Nebenwirkungen? Bestimmt nicht, oder? Doch, eigentlich schon. Es hat Nebenwirkungen. Du kannst Flügel bekommen oder auch was anderes. Sollen wir es darauf einlassen? Egal, wir müssen Ukrischwester retten. Lucky? Ja? Ich trinke den jetzt, okay? Hast du nicht gehört, was für Nebenwirkungen der Trank hat? Egal. Komm schon, Dr. Hans, wir trinken gemeinsam. Gib mir sofort einen Trank. Na gut, weil wir Freunde sind und weil die Abos so explodiert sind. Oh, wow, danke, Freunde. Ich kann jetzt einen Trank trinken. Okay, Ukri, bist du ready? 3, 2, 1 und Perfekt! Wir haben den Trank getrunken! Wir werden zu Babys! Oh ja, wie wärst du? Ist halt nicht explodiert? Was? Sollen wir etwa explodieren? Was hast du vor? Was passiert mit mir? Mit dir? Du bist kleiner, Oki! Werde ich gerade kleiner? Oki! Du bist einfach zum Zwerg geworden! Warte mal, was? Ich bin ein kleines Baby geworden! Oki! Du bist einfach viel kleiner als ich, schau mal! Ich bin einfach so riesig! Warte mal, warum hat der Trank bei mir nicht gewirkt? Oki! Hallo, kannst du mich auch verstehen? Freunde, ich glaube, wir haben ein kleines Problem. Oki ist jetzt einmal ein Baby, aber ich muss ihn doch perfekt anziehen, damit Lili nicht auffällt. Nein, der wird jetzt ein bisschen zu klein, Freunde. Was soll ich denn jetzt machen? Oh nein, was mache ich denn jetzt, Freunde? Okay, Oki ist ein bisschen klein und kann auf einmal nicht mehr normal sprechen. Pass mal auf, ich nehme dich einfach mit. Komm her. Und zack. Perfekt, ich muss dich hier ganz schnell umziehen. Oh Mann, Oki als Baby ist echt komisch. Und zack, ich mach die Türe auf. Komm jetzt mit, du komisches Baby. Was ist bitte denn nur los?
Oh nein, mach ganz sicher kein Pupsi auf mich, weg mit dir. Okay, zieh du dich einfach um, okay, okay. Und warum bin ich eigentlich kein Baby? Weil du schon immer ein Baby warst. Hm, hat der Trank etwa bei mir nicht funktioniert? Freunde? Warte mal, bin ich gerade etwa ein bisschen geschrumpft? Nein, das war nur Illusion. Nein, das war ganz sicher nicht Illusion. Ich will jetzt auch zum Baby. Oh nein, ich muss mich schnell umziehen, ich muss mich schnell umziehen. Ich bin einfach die ganze Zeit viel kleiner, Freunde. Ey, Ukri, kannst du nicht normal sprechen? Ja, Ugogogga. Sebaki, hörst du mich? Ja, ich höre dich, Ukri. Warte mal, wir sind jetzt beide zu Babys geworden. Oh ja, warum konnte ich dich davor nicht verstehen? Stopp, reden wir jetzt etwa die Babysprache? Oh ja, ich glaube schon. Ey, Sebaki, aber eine Frage habe ich mich schon die ganze Zeit gestellt. Hm? Wie kommen wir eigentlich wieder zurück in unsere normale Größe? Weiß ich nicht. Der Wissenschaftler meinte eigentlich, dass wir explodieren sollen oder so. Ich glaube, wir haben uns auf etwas nicht Gutes eingelassen, Ukri. Aber jetzt lass uns erstmal umziehen, okay? Okay, lass das machen. Ich habe das Gefühl, wir sind noch nicht so klein geworden. Und ich nehme mir meine Kleidung aus. Und wow! Freunde, wie sehe ich denn aus? Ich bin einfach ein Baby, Freunde. Schaut mich mal an. Ihr habt sogar einen Schnuller im Mund. Ukri, wie siehst du aus? Zemlucky, was bist du denn für ein hässliches Baby, Junge? Ukri, du siehst genauso aus wie ich, aber das ist gut. Jetzt können wir zu deiner Schwester gehen. Oh Mann, als Baby muss ich die ganze Zeit Pupsi machen. Was? Nein, Ukri, bitte lass das sein. Das machst du auch aber immer, wenn du groß bist. Eine Windel. Was redest du da? Zemlucky, dafür drückst du halt auf den Popo. Hör auf, Ukri. Oh Mann, du Ehrenloser, hör auf damit. Wir müssen jetzt zu deiner Schwester gehen und Billy das heimzahlen. Aber davor müssen wir uns als Babys ausgeben. Gugu, Gaga, ist aber alles gut? Ja, ich glaube, die versteht uns eh nicht, Mann. Unsere Sprache können nur wir sprechen, nur die Babys. Oh, stimmt, Ukri. Oh Mann, es ist echt schwierig, hier hochzukommen. Als Baby ist ja alles viel schwerer. Ja. Oh ja, ich muss mich richtig hochziehen. Oh Mann, ist das schwer. Oh, perfekt. Klopf, klopf, klopf. Wir sind die neuen Babys. Zwei süße kleine Babys. Oh ja, zwei süße kleine Babys. Kannst du uns adoptieren? Hm? Mama, wer sind die? Oh nein, das ist Billy. Ich weiß nicht, aber... Die sehen mir bekannt vor. Hallo, wir sind die kleinen Babys. Oh ja, hallo. Du kennst uns nicht. Bitte adoptiert werden. Okay, weil es scheint, als hättet ihr keine Eltern, deswegen... Das ist für den kleinen Blauen und das ist für den kleinen Roten. Wow, ein Bett, wie schön. Wir haben Schlafplätze bekommen. Aber warte mal, warum darf ich nicht bei dir im Bett schlafen? Nein, ich schlaf neben ihr. Was? Der hat uns einfach den Platz geklaut, Ukri. Du hast meinen Namen gesagt, nicht so laut. Warte, Ukri? Nein, nicht Ukri. Und du bist Zemlucky? Nein, nicht Zemlucky. Ich heiße Jimmy. Jimmy? So heißt doch mein alter Freund, oder nicht? Ja, ich kenne dich nicht. Wir kennen uns vom Kindergarten vielleicht. Vom Kindergarten kennen wir uns vielleicht. Von der Babyzentrale. Aber Mama liebt nur mich, nicht euch. Nein, die liebt auch uns. Wen hast du mehr lieb? Uns oder Billy? Na los, sag schon. Ich hab euch alle drei lieb. Du bist die Beste. Ja, beste Mama. Hast du gehört? Sie haben uns alle drei lieb. Das ist meine Mama. Wie könnt ihr es wagen, einfach hier hinzukommen und adoptieren euch zu lassen? Was soll das? Er schlägt uns auf. Stopp, ihr Pupsi. Ich bin so traurig. Jumbo hat mich geschlagen. Wir haben mich auch. Was? Jumbo hat euch geschlagen? Ich werde nachher nochmal mit ihm reden. Oh, gut, Freunde. Das haben wir gut gemacht. Oh, Mann, ich bin so traurig. Kannst mich bitte in den Arm nehmen? Oh ja, Neubär Jumbo, du Fiesling. Jetzt macht erstmal ein Nickerchen. Ich gehe einkaufen. Sie geht einkaufen? Hm? Okay, du weißt ganz genau, was das heißt. Wir schlagen jetzt Jumbo kaputt, Alter. Der gibt sich einfach als Jumbo aus, obwohl er Billy ist, Alter. Oh ja, das erkennt doch jeder. Schau mal sein Gesicht an, Junge. Ey, Billy, over! Wir kriegen dich! Und zack, komm her! Ich hab ihn, Ukri! Und zack, komm her! Ey, hör auf, Ukri! Lass ihn in Ruhe! Und zack, Jetzt ist Ukri meins. Was Oh nein, sie ist zurückgekommen! Schnell hinlegen.
Mami, die haben mich geschlagen. Was die schlafen doch. Nein, die haben mich vorhin geschlagen. Wie vorhin? Ihr habt doch ganze Zeit geschlafen. Wir schlafen, der lügt. Ja, guck, wir schlafen. Wir schlafen halt die ganze Zeit, aber... Ich hab dir doch mal gesagt, nicht lügen. Ich hab's auf mein Gesicht gemacht. Also, wenn ihr nicht ohne Aufsicht sein könnt, dann gehen wir jetzt auf den Spielplatz. Auf den Spielplatz? Seid ihr damit einverstanden? Oh ja, wir zu zweit ganz alleine. Juhu. Nein, wir kommen mit. Nein, wir zwei kommen natürlich mit. Warte, was? Ich will aber nicht mit denen spielen. Oh ja, wir sind auch Babys. Wir gehen jetzt auf den Spielplatz zusammen, Freunde. Wir werden Billy noch aufnehmen lassen. Oh ja, du bist die Beste. Hier ist der Spielplatz, Kinder. Hier könnt ihr spielen und habt viel Spaß jetzt. Au, danke! Uri, komm mit, wir können Trampolin springen. Ich komm da gar nicht hoch. Ich geh auf die Schaukel, ich geh auf die Schaukel. Hä, Mama? Kannst du mir vielleicht hochhelfen? Du musst mich in den Arm nehmen. Okay. Und zack, danke, Mama. Hey, Sim Lucky, ich habe gerade das Gefühl, dass du es wirklich magst, ein kleines Baby von Lilly zu sein. Hey, Sim Lucky, wir sind hier nicht, um ein Baby zu sein, sondern um Jumbo das Halb zu zahlen. A.K.A. Billy. Oh, schau mal, wie schnell ich bin. Was macht Jumbo da? Der ist ja mal verletzt. Oh, ich hab mir voll wehgetan, Mami. Oh, du hast Aua? Dann komm, wir gehen nach Hause und ich hol dir ein Pflaster. Ja, ich will schnell nach Hause. Oh Mann, Jumbo schafft es jedes Mal, Lilly nur für sich zu gewinnen. Oh Mann, jetzt sind wir hier wohl alleine, Ukri. Oh, zwei kleine Kinder. Ist das meine Schwester? Nee, oder? Nein, das ist doch nicht meine Schwester, Ukri. Die hat eine Krone auf. Komisch. Das ist eine alte Oma. Was machst du denn hier? Oh, die sehen so süß aus. Die spielen einfach auf dem Trampolin. Was willst du von uns? Wow, der Blau sieht echt gut aus. Ich glaube, ich nehme ihn mit. Entschuldigen Sie, ich gehöre schon zu einer Familie und ganz sicher nicht zu Ihrer. Ganz sicher? Wo ist denn eure Mutter, ne? Die ist gerade weggegangen, aber die kommt gleich wieder. Ganz sicher, ich meine, er sieht echt bezaubernd aus. Ich glaube, ich nehme ihn mit. Was? Nein? Ukri, okay. Ich glaube, du bist jetzt geklaut von der Oma. Was? Die will mich klauen? Oh Mann, du weißt ganz genau, als Baby muss man aufpassen. Nicht, dass du von irgendwelchen fremden Leuten geklaut wirst. Ihr müsst halt wissen, ich habe all die Jahre probiert, ein kleines Kind zu bekommen. Und jetzt ist es soweit, ich habe endlich mein erstes Kind. Lass ihn in Ruhe! Ich bin nicht ihr Kind. Komm schon mit. Freunde, hat sie gerade Ukri verschleppt? Ukri! Schnucki-Pupsi. Ich kann nichts machen, als Baby. Ich bin so klein und schwach. Freunde, die hat gerade einfach Ukri geklaut. Oh nein, das kann nicht wahr sein. Was ist gerade bitte sehr nur passiert? Ist die etwa zum Gefängnis dort vorne gerannt? Da habe ich doch was gesehen, Freunde, ihr auch? Okay, ich muss da schnell hin. Und ich muss auf Ukris Schwester warten. Wo ist mein Ukri? Der ist da vorne. Diese Oma hat ihn geklaut. Und jetzt ist sie bei der Polizei. Was macht die da bitte sehr? Ich will meinen Sohn zurückgeben. Sie war mein Sohn. Das ist doch gar nicht ihr Sohn. Hören Sie zu, Sie haben keinen Sohn. Ihr Sohn ist schon lange erwachsen. Sie sind eine alte Oma. Ich bin eine alte Oma. Wie können Sie sowas sagen? Ich bin noch jung. Nackig. Du bist wirklich eine alte Oma. Hast du das gesagt? Nein, das habe ich doch nicht gesagt. Lass mich bitte auch in Ruhe, nicht, dass sie mich auch noch klaut. So, jetzt reicht's mir. Also wirklich, Sie kommen jetzt mit ins Gefängnis. Kann nicht sein, dass Sie einfach keine Kinder hier klauen. Was soll das denn? Komm mit, Mann. Aber warten Sie mal kurz. Ich muss meine Suppe essen. Was macht sie da? Ab ins Gefängnis. Und Polizist, warte mal ganz kurz. Wo ist jetzt Ukri hin? Der kleine Junge? Einen Moment mal, der ist auch im Gefängnis, weil wir nicht wissen, wer seine Eltern sind. Er hat keine Familie. Was? Der ist im Gefängnis? Hör mal zu, das ist unsere Mama und die ist auch die Mama von dem kleinen Jungen. Kann sie das irgendwie denn nachweisen? Eigentlich nicht, aber wir sehen uns doch ähnlich, oder? Nein, du kommst jetzt mit ins Gefängnis, aber schnell. Was? Jetzt kommt ihr auch noch ins Gefängnis? Oh nein. Kinderklauerin, Mann.
jetzt sind alle im Gefängnis. Oh nein, Freunde, was mache ich denn jetzt? Wie hole ich die da heraus? Oh, ich muss den hinterher, aber das ist so schwierig. Oh Mann, Alter, die Treppen sind echt nicht für Babys gedacht. Was macht auch ein Baby im Gefängnis? Oh Mann, Freunde, wo sind die hier nur? In welcher Zelle befinden die sich? Da vorne sind die. Hallo, hier bin ich. Ich will euch retten. Simlocky, was machst du denn hier? Ich wurde einfach ins Gefängnis gesteckt von Polizisten. Oh Mann, das ist so schlimm. Aber wie kann ich euch retten? Ich komme nicht an den Hebel ran. Ich brauche einen Schlüssel. Ein Schlüssel? Warte mal, wo kriegst du den Schlüssel? Vielleicht ist hier was in der Truhe. Da ist doch bestimmt nichts. Wir brauchen Hilfe, aber niemand wird... Was? Jumbo kommt zur Not? Wie willst du denn bitte sehr helfen? Und was machst du hier? Ich hab den Schlüssel. Schau mal her. Und was? Du hast einen Schlüssel? Oh Mann, woher das denn? Oh, du bist der beste Sohn. Es gibt keinen besseren als dich. Die anderen können gehen. Ich weiß. Was? Lucky, das kann doch nicht wahr sein. Warum mag sie auf einmal Billy? Ach, weiß ich auch nicht. Er hat sie gerettet, Mann. Das war alles sein Plan. Oh, sie muss endlich herausfinden, dass es Billy ist und nicht Jumbo. Enkenbaby, das ist Billy. Ich habe eine gute Idee. Weißt du was? Ich gehe an seine Pampers und hole ihm seine Sachen dort raus. Da ist bestimmt ein Beweis, dass er Billy ist. Stimmt, okay. Was? Er gibt dir so einen Kuss, Okri, mach jetzt sofort! Zeig her, was du denn Peppers hast! Freunde! Let's go! Was steht da alles runter? Nein, meine Geheimnisse! Warte mal, was ist das hier vorne? Schau, wir haben von Anfang an gesagt, dass es Billy ist! Du hast so viele Sachen geklaut. Warte, Billys Tagebuch? Was? Du bist Billy? Ich mach mich mal vom Acker, okay? Okay, wir haben's geschafft! Let's go! Haha, wir haben's geschafft! Jetzt weiß sie endlich, dass du Billy bist! Und Okri, wir müssen ihr eigentlich auch noch was sagen. Lilly, weißt du was? Ich bin Okri, dein Bruder! Und ich bin Sam Lucky! Okay? Sam Lucky? Warte, ja? Was? Gerade eben hatte ich noch 3 Babys und jetzt habe ich gar keine. Okri! Okay, sie rastet aus! Lass uns lieber schnell weggehen! Was macht sie jetzt mit Billy? Lucky! Wie wären wir zurück zu normalen Menschen? Wir sind nur Babys. Also, Freunde, helft uns. Lasst jetzt sofort allen ein Abo und ein Like da, wenn ihr mehr Videos zusammen sehen wollt. Freunde, was ein wunderschöner Tag. Warte mal, wo bin ich hier? Und warum hänge ich hier an der Klippe? Oh nein, Freunde, was mache ich hier? Okay, ich muss ganz schön überlegen. Ich muss hier hoch, aber wieder. Oh nein, Freunde, ich habe keine Kraft mehr, mich zu halten. Was mache ich denn jetzt? Oh Mann, ich muss hier irgendwie versuchen, anders hochzukommen, aber steht dir das auf, Freunde? Ist da oben etwa Leia? Leia, bist du da? Was ist denn so laut? Lass mich doch schlafen. Wie schlafen? Oh nein, Freunde, ich glaube, sie schläft. Du musst aufstehen. Ich hänge hier an der Klippe, du musst mir helfen. Was? Klippe? Klippe? Was? Wo Klippe? Wo bin ich denn hier? Wo du bist, weiß ich auch nicht. Aber schau, wo ich bin. Du musst mir jetzt ganz schnell helfen. Ich muss hier hoch, Leia. Was ist das für eine Stimme? Sam Lucky? Oh nein, was machst du denn dort? Keine Zeit, Fragen zu stellen, Leia. Du musst mir helfen. Komm schon, bitte. Dir helfen? Na gut, ich versuch's. Und, oh Mann, du bist so schwer, Sam Lucky. Was? Ich schwer? Junge, ich hab doch so viel Sport gemacht. Das kann nicht wahr sein. Warte mal, ich habe eine Idee. Die Leute müssen abonnieren und liken, dann haben wir genug Kraft, um dich hochzuziehen. Oh ja, kann das sein? Okay, ich würde sagen, wir müssen es testen. Wir haben sowieso keine andere Wahl, Freunde. Also, ihr habt es verstanden, ihr habt jetzt sofort in den nächsten Sekunden Like und ein Abo da, damit Leia genug Kraft hat, mich hochzuziehen. Und 3, 2, 1 und 0. Und zack. Okay, perfekt. Danke, Leia. Du hast mir geholfen. Oh Mann, war das knapp. Irgendwie gefällt mir dieser Ort. Es ist alles so rosa. Oh ja, dir gefällt der vielleicht, aber mir nicht. Ich bin gerade fast draufgegangen, Leia. Das musst du verstehen. Und zack, ich würde sagen, ich hangel mich hier mal hoch. Leia, komm du auch hoch. Und wir erkunden hier einfach mal, was hier so los ist. Oh Mann, Freund, wo befinden wir hier uns? Warum ist das hier alles rosa? Ich verstehe das nicht. Aber rosa ist doch voll schön. Ist doch super. Oh ja, rot ist auch schön. Schau mal, der ganze Boden ist rot und Gold. Wow. Siehst du das da vorne auch? Warum sind dort Herzen? Herzen? Das weiß ich nicht. Warte mal, vielleicht ist dort ein Schatz. Ein Schatz? Warum sollte dort ein Schatz sein? Ich glaube, das ist hier eine Liebesinsel, Freunde. Das könnte wirklich sein. Ich mit Leia auf einer Liebesinsel. Ihr wisst ganz genau, was das heißt. Sam Lucky, kommst du? Oh ja, ich komme. Ich habe nur über was nachgedacht.
Naja, siehst du das? Wer ist das denn? Ist das etwa ein Engel? Ein Engel? Ich glaube schon. Oh Mann, ich würde sagen, ich gehe da mal hin, aber irgendwie traue ich mich nicht. Engel sind lieb. Also, hallo? Hallo, willkommen in der Babystation. Was? In der Babystation? Hast du es gehört, Lea? Oh ja, ich hab's gehört. Können wir hier etwa Babys holen? Oh ja, ganz genau. Ich glaub schon. Können wir hier Babys kaufen? Oh ja, das könnt ihr. Die Auserwählten kommen nämlich immer hierher und holen sich ihre Babys. Babys aussuchen? Wie meint sie das mit Auserwählten? Oh ja, das könnt ihr. Warte mal, ich gebe euch einen kleinen Rundblick. Ein Rundblick? Wow, hast du es gehört? Wir können jetzt einfach gemeinsam Babys aussuchen. Weißt du, was das bedeutet? Nein, was bedeutet das denn? Ganz offensichtlich, ich werde Papa und du bist Mama! Warte mal, du bist Papa und ich Mama? Oh ja, ganz genau, und wir suchen uns jetzt Babys aus. Was ist das denn? Das ist Friedrich, unser ältestes Baby hier. Siehst du das? Das ist ein Villager-Kind. Das finde ich nicht schön. Der sieht nicht so schön aus. Lass uns lieber einen anderen aussuchen. Okay, wir suchen uns einen anderen aus. Was ist das hier für eins? Der sieht ja ganz genauso aus. Aber die beiden sind nicht dasselbe. Das ist Heinrich. Was? Du hast sie gar geschalten? Das kannst du doch nicht machen. Ich bin Heinrich. Hast du deine Stimme gehört? Der hört sich nicht an wie ein Baby. Lass uns lieber schnell weggehen. Und zum nächsten, okay, den nehmen wir auch nicht. Hallo, mein Name ist Tobi. Tobi, nein, ich will auch nicht. Tobi! Wow, was ist das denn für ein Baby? Oh, sieht das hübsch aus! Ja. Hast du das gehört? Der kann sogar schon reden! Oh ja, das ist super, sag mal, magst du uns? Ich glaube, er mag uns. Ja, glaube ich auch. Er hat Mama und Papa gesagt, lass uns den adoptieren. Ich glaube, wir haben eine Entscheidung getroffen. Aber stopp mal kurz, bevor wir uns entscheiden, findest du nicht, der sieht aus wie Ukri, das Baby? Wie Ukri? Aber das ist doch niedlich. Dann werden wir uns immer an Ukri erinnern. Ich weiß nicht, ob ich Ukri als Baby haben will. Irgendwie sieht der so aus. Naja, wir haben uns entschieden, wir wollen ihn adoptieren. Ganz genau, wir wollen ihn ganz, ganz sicher adoptieren. Schau mal, wie er sich freut. Ja, ich bin die adoptiert. Oh ja. Wartet, ihr dürft ihn noch nicht mitnehmen. Er wird euch nämlich über Post zugeschickt. Über Post? Ein Baby? Oh, wow, okay. Du hast gehört, Kleiner. Du musst hier nochmal kurz rein und danach werden wir dich kriegen per Post. Ganz genau. Das ist kein wenig komisch, Sam Lucky. Oh ja, finde ich auch. Aber wie kommen wir jetzt hier eigentlich wieder weg von der Babyinsel? Okay, folgt mir einfach. Ich zeige euch, wohin ihr müsst. Wohin wir müssen? Oh, wow, wie kommen wir denn nach Hause? Ich habe mir ja auch echt Sorgen gemacht. Und warum ist das Baby entkommen? Oh, schau mal, es zeigt uns Winke-Winke. Oh, das ist so niedlich. Ich glaube, wir haben eine sehr gute Entscheidung getroffen. Ja, das haben wir. Und wo geht's jetzt lang, damit wir nach Hause können? Folgt mir einfach und ich zeig's euch. Okay, wir folgen dir. Wow, das ist ganz schön dunkel. Oh ja, und da ist ein Hebel. Sollen wir ihn etwa drücken und dann kommen wir wieder in die reale Welt? Oh ja, das sollt ihr. Na los, drückt schon. Okay, Lea, ich gehe derzeit auf Abstand. Ja, okay, wir wollen ja nicht, dass ein Engel mitten in die reale Welt kommt. Und jetzt würde ich sagen, wir drücken den Hebel, Lea, ja? Okay, dann drücken wir direkt den Hebel und zack. Zack, perfekt. Was passiert hier, Freunde? Wow! Und, Freunde, wo fallen wir runter? Mann, irgendwie geht's mir gut. Ich habe keine Schmerzen, obwohl wir so weit runtergefallen sind. Ich auch nicht. Oh Mann, was ist denn eben gerade passiert? Ich weiß es auch nicht. Diese Babysache war echt viel, aber stopp mal kurz. Wir kriegen Babys. Oh, das habe ich ganz vergessen. Wir müssen uns vorbereiten auf die Babys. Die werden ja nämlich gleich geliefert. Vorbereiten auf die Babys? Oh, du hast recht. Wir haben ja nicht mal ein Zuhause. Oh ja, wir haben kein Zuhause. Wir haben nur diese kleine Wohnung. Und hier lebt eigentlich Ukri. Warum ist die Tür offen? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist er ja gerade unterwegs. Das könnte sein. Oder, Ukri, bist du hier irgendwo da? Nein, der ist ein Exo und der ist auch nicht am Baden. Freunde, wisst ihr vielleicht, wo Ukri ist? Schreibt mal einen Kommentar in 3, 2, 1 und 0. Vielleicht könnt ihr uns helfen. Mal. Was? Sam Lucky, siehst du auch diesen Kommentar? Ukri soll anscheinend das Baby sein.
Das Baby? Oh nein, das kann nicht wahr sein. Du kriegst ein Baby geworden? Wie ist das denn bitte sehr passiert? Was ist denn mit dem passiert? Oh nein, das will ich gar nicht wissen. Das würde auch erklären, warum er gerade nicht zu Hause ist. Oh nein, wir müssen ein gutes Haus finden und uns um Ukri kümmern, damit er wieder zu einem normalen Menschen wird. Oh ja, du hast recht, das werden wir machen, aber als erstes brauchen wir ein Haus. Wie sollen wir in ein Haus reinkommen? Wie wär's, dass wir jemanden Bestimmtes fragen? Bestimmtes? Du meinst einen Immobilienmakler? Ganz genau. Ah, okay, wir sagen ihm, wir wollen ein kindersicheres Haus, weil guck mal hier sind zum Beispiel solche spitzen Kanten, dort könnte sich Ukri Baby verletzen. Du hast recht, das würde ganz, ganz schlimm enden. Okay, dann lass uns direkt los. Wir gehen jetzt zum Hauskaufberater und werden ihn fragen, welches Haus wir kaufen müssen. Freund, wir kriegen gleich die Babys. Bleibt unbedingt bis zum Schluss dran. Ah, okay. Komm, Lea, beeil dich. Ich glaube, hier vorne ist das Immobilienhaus. Oh ja. Und siehst du den da drinnen schon? Der wird uns sicherlich helfen. Hallo. Oh ja, guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag, Joy. Mein Name ist Steve. Ich bin Businessmakler und Immobilienmakler. Sie möchten ein Haus kaufen, richtig? Hä? Ja, wir wollen ein Haus kaufen. Da sind wir bei Ihnen genau richtig. Oder ein kindersicheres Haus. Das ist ganz wichtig. Das ist genau, wir bekommen bald ein Kind. Ich verkaufe alles mögliche. Hause für Kinder, Häuser für Grandpas, für alle möglichen, für jeden Jahrgang. Okay, wir wollen eins kaufen. Können wir uns dann über den Preis jetzt unterhalten? Selbstverständlich können wir das. Folgen Sie mir bitte in mein Nebenzimmer. Da können wir dann die Verdienste und so besprechen, ne? Ich muss erstmal wissen, wie viel Sie einnehmen, wie viel Geld Sie haben und so weiter. Okay, ich setz mich mal hin. Oh, Lea, also ich sag mal so, prinzipiell kostet ein Haus immer 60 Smaragde. Was, 60 Smaragde? Das können wir auch niemals auftreiben. Nein, ich bezahle nur 30 Smaragde. So, einen Moment, ich muss mir einmal die Verdienste genau anschauen. So, mal schauen, als was arbeiten Sie denn? YouTuber? YouTuber. Minecraft-Videos mache ich. Ah, Minecraft-YouTuber. Na gut, hören Sie mir zu. Da ich Minecraft-YouTuber mag, kann ich Ihnen das Haus für 30 Smaragde geben, hä? Okay, das ist super. Wir kriegen die Smaragde schon irgendwo her. Können Sie uns jetzt das Haus zeigen? Selbstverständlich, kommen Sie gerne mit. Ich werde Ihnen alles zeigen. Sie müssen dafür einmal die Wall... Ja, dann kommt mal gerne mit. Ich werde euch jetzt das ganze Haus einmal zeigen. Das hier könnt ihr euch nämlich kaufen, na? Wie findet ihr es? Wow, das sieht richtig cool aus, Lea. Findest du auch? Oh ja, es sieht super, super schön aus und, pinke Blumen. Boah, so wunderschön. Sogar rote Blumen. Schau dir es an. Jetzt muss es nur noch von innen so schön aussehen. Ja, ganz genau. Dann folgt ihr mir mal bitte zum Eingang. Der ist hier vorne. So, ist schon offen. Dann kommt mal gerne rein. Hier ist euer Haus. Hier haben wir erstmal ein bisschen roten Teppich. Oh, roten Teppich. Perfekt. Warum kein pinker? Wie? Das ist meine Lieblingsfarbe. Ist auch voll cool. Hier haben wir ganz viele Bücher. Da kann dann das Ukri-Baby richtig cool lernen. Und genau, dann haben wir hier noch einmal das Wohnzimmer. Natürlich auch mit Büchern ausgestattet. Ihr müsst wissen, ich bin so ein Bücherwurm mit einer richtig, richtig schönen Couch aus extrem schönem Axolotl-Leder. Axolotl-Leder? Was? Was hat der gesagt? Oh nein, das ist gar nicht cool. Egal, auf der Couch können sich auf jeden Fall die Kinder nicht verletzen. Die ist nämlich richtig weich. Das ist gut. Oh ja, oh Mann, dann kommt hier mal gerne mit. Hier haben wir nämlich unseren kleinen Wintergarten. Hier kann man sich am Kamin aufwärmen, kann die Bilder begutachten. Und das Allerbeste ist die Aussicht. Schaut euch das an. Aufs offene, herrliche Meer. Oh wow, ein Meer? Ein Meer ist das jetzt nicht. Aber schau mal, hier sogar beim Feuer ist extra eine Absicherung, damit die Kinder sich nicht verletzen können. Oh wow, du hast recht. Das ist super, super cool. Und hier geht's weiter. Genau. Hier habe ich noch etwas für dich vorbereitet. Und zwar eine kleine Küche. Eine Küche? Das ist super. Dann kann ich unserem kleinen Ukri immer was zu essen machen. Ukri? Wir nennen ihn Ukri? In den Keller, Junge. In den Keller? Wir haben sogar einen Keller. Wow, hier können wir immer alles ablegen. Sachen, die wir nicht brauchen. Im Keller gibt's eine kleine Gruselgeschichte. Man besagt, dass hier eines Tages eine Omi gewohnt hat und die Omi ist von der Treppe gestürzt. Was? Nein, das will ich nicht hören. Oh Mann, keine Gruselgeschichten. Wir wollen hier ein schönes Haus haben. Ja, okay, ganz dann genau. Kommt mal mit in euren Garten. So, zack, hier ist doch euer kleiner Garten. Hier ist dann ein bisschen Obst und Gemüse angepflanzt. Das ist so toll. Hier ist ja alles voller Gemüse. Perfekt für unseren kleinen Ukri. Oh ja, und warum nennen wir ihn Ukri? Haben wir doch noch gar nicht gesagt. Und jetzt kommt die Bezahlung. Die Bezahlung? Okay, wir haben 30 Emeralds ausgemacht, oder? Hier hast du 30 Stück. Perfekt. Alles klar, vielen Dank. Und hier hast du einmal deine Rechnung, ja, dass du da auch siehst, was du gekauft hast. Okay, perfekt, vielen Dank. Rechnung an Sam Lucky, 30 Smaragde. Okay, perfekt. Lea, ich hab alles nicht was gleich. Alles klar, dann sieht man sich. Ja, tschüss. Okay, ciao. Warte mal, wo geht's hin? Warte mal, was macht er da? Weiß ich,
voll der... Wo ist der lang? Nein. Oh Mann, das war ja voll der komische Immobilienmarkt. Der ist einfach in den See gesprungen. Au, oh, siehst du das? Wir sind hier einfach auf einem See ganz allein. Ist das nicht cool? Oh ja, du hast recht und ich freue mich schon mega. Denn gleich kommt das Baby per Post. Oh, wirklich? Lass uns mal nachschauen. Vielleicht sind die Babys ja schon angekommen per Post. Okay, ich öffne jetzt die Tür und zack und... Wow, was ist das denn? Wow, ich glaube, die Babys sind angekommen. Lea, schau dir das mal an. Aber wo sind die denn jetzt? Ich glaube, die sind da drinnen. Und was haben diese Schilder zu bedeuten? Weiß ich auch nicht. Raus. Was? Da ist ein Baby drin und da auch. Oh Mann, warum sind die da eingesperrt? Weiß ich auch nicht, aber lass mal hier auf den Schildern schauen. Seid ihr wirklich gute Eltern? Fragezeichen? Oh Mann, was hat das so bedeuten? Weiß ich nicht, vielleicht wollen die uns testen, ob wir wirklich gute Eltern sind. Baby Nummer 1, Baby Nummer 2. Wie cool ist das denn bitte? Nein, das ist gar nicht cool. Was steht denn da? Besteht das Quiz und dann kriegt ihr die Babys? Oh nein, oh nein, oh nein, welches Quiz denn? Ich glaube, die meinen diese beiden Fragen dort. Diese beiden Fragen? Okay, ich hab's verstanden. Wir müssen jetzt das Quiz bestehen, sonst kriegen wir die Babys nicht und die bleiben für immer dort eingesperrt. Komm, ich versuch's irgendwie so. Kommt da raus, oh Mann, das klappt nicht. Bestehe dann ich das Quiz, bitte. Was? Das Baby kann schon reden? Oh, wie komisch ist das denn bitte sehr? Wow, das sind ganz, ganz kluge Babys. Wir hatten wirklich Glück. Oh ja, und warum haben wir eigentlich zwei Babys bekommen? Wir wollten nur eins, hä? Ich glaube, das eine war im Angebot, oder nicht? Oh ja, das könnte wirklich sein. Okay, dann haben wir jetzt wohl zwei Babys. Oh Mann, das ist ja richtig witzig. Was steht dort oben? Okay, das ist wohl die erste Quizfrage. Wie lange müssen Babys Pupsi machen? Oh Mann, woher soll ich das denn wissen? Schau nicht mich an, ich weiß das genauso wenig. Oh Mann, ich scheint so, als ob wir keine guten Eltern wären. Aber dann können wir nicht die Babys retten. Okay, ich glaube, das Baby kann doch nicht so gut reden. Naja, wie lange müssen Babys Pupsi machen? Scheint so, als ob wir das hier eingeben müssen. Lea, sagst du es mir? Ich weiß es doch immer noch nicht. Wieso fragen wir eigentlich die Babys nicht einfach? Du hast recht. Sag mal, wisst ihr, wie lange ihr Pupsi macht? Stimmt, die können ja gar nicht reden. Okay, ich würde sagen, ich rate einfach mal. Babys, wie lange müssen sie Pupsi machen? Okay, was denkt ihr, Freunde? Schreibt es mal in die Kommentare rein. Vielleicht habt ihr ja sogar recht. Okay, 1, 2 und... Ich sag 10 Minuten und... Ach, das ist auch falsch. 10 Minuten? Oh Mann, wie lange machen die denn Pupsi? Oh Mann, ich weiß auch nicht. Mehr als 10 Minuten? Was? Vielleicht 15 Minuten? Was? Auch nicht 15 Minuten? Noch länger? Oh, warte mal, ich hab's. Wenn es 15 nicht sind, dann sind es 20. Oh, das könnte wirklich sein. Probier's aus und ich schau, ob das irgendwas tut. Okay, und? Beruhig dich. Wow, es hat geklappt. Let's go. Du musst da schnell rauskommen. Ich muss es erneut eingeben. Okay, ich gebe den Code erneut ein und zack. Und ich hol's raus und zack. Perfekt, wir haben das erste Baby befreit. Mama, Papa. Mama, Papa. Oh, wow. Hallo. Es ist so niedlich, aber warte mal, was ist mit dem zweiten Baby? Weiß ich auch nicht. Jetzt müssen wir die zweite Frage beantworten. Das kann doch nicht wahr sein. Ist das wohl der Bruder? Was? Was macht der da? Oh Mann, lass es los sein. Geh runter da. Ja, geh runter da. Oh Mann, hast du gesehen, was der gemacht hat? Der hat Baby Ork einfach angepupult. Oh Mann, das darfst du nicht. Wir müssen ihm beibringen, dass sowas gar nicht geht. Aber wie sollen wir es ihm denn bitte beibringen, wenn er nicht wirklich mit uns reden kann? Oh ja, das stimmt. Oh Mann, ich bin jetzt schon überfordert mit den Babys. Egal, wir müssen das zweite rauskriegen. Wie oft macht ein Baby Kacke am Tag? Oh Mann, was sind das für Fragen? Okay, wie oft? Denk nach, Lea. Also eigentlich geht ein Mensch normalerweise nur zweimal am Tag auf die Toilette. Also ist wahrscheinlich zwei. Okay, probier's aus. Und klappt. Und zack. Und es hat nicht funktioniert. Mama, Mama. Alles gut, wir kriegen dich da raus. Oh Mann, denk jetzt ganz gut nach, okay, Sam Lucky? Ich denke gut nach. Babys müssen bestimmt öfter auf Toilette. Vielleicht fünfmal. Auch nicht. Oh Mann, kann es sein, dass sie irgendwie noch öfter am Tag auf Toilette müssen? Okay, 7-mal ist es nicht. 8-mal ist es nicht. 9-mal ist es nicht. Ist es etwa 10-mal? Nee, bestimmt nicht. Und, was?
Aber es hat geklappt. Wow, es ist rausgekommen, das Baby. Und jetzt, was machen wir mit denen? Ey, ihr müsst ganz schnell nach Hause gehen. Oh, das ist ja so niedlich. Jetzt kommt beide erstmal rein. Oh ja, kommt rein. Warte mal, die kommen gar nicht rein. Oh ja, du hast recht, die kommen tatsächlich nicht rein. Was machen wir denn jetzt? Die hören gar nicht auf unsere Masse. Oh nein, die schlagen sich. Hört auf damit. Was? Die schlagen sogar dich. Mann, hör mal ganz genau zu, du grünes, komisches Baby. So, was darfst du? Was? Was macht ihr da? Nein, Lea. Oh Mann, wir sind dafür nicht gewappnet. Wir können das nicht Babys aushalten. Was machen die da? Der ist ins Wasser gesprungen, Baby. Hochkriegt, wir müssen ihn retten. Na los, komm schnell hoch und zieh. Oh nein, die können sogar schon klettern. Was sind das für komische Babys? Freunde, habt ihr mal solche Babys gesehen? Was? Der ist eingeschlafen. Die sind beide eingeschlafen. Du hast recht, wie wär's, dass wir sie jetzt reintragen? Oh Mann, dieses Baby ist extrem komisch. Das macht einfach Pupsi im Schlaf. Oh Mann, was ist mit dem bitte sehr los? Aber dieses bestimmt noch normaler. Oh Mann, die sind echt komisch. Ich bin überfordert. Aber Sam Lucky, sag mal, fällt dir nicht irgendwas auf? Was? Oh nein, das ist schon wieder wach. Was? Oh nein. Oh nein, Lea, was machen wir jetzt? Wir müssen die irgendwie zur Beruhigung kriegen. Oh nein, sie gehen rein, Freunde. Was machen wir jetzt? Okay, das ist schon mal gut, dass sie reingegangen sind. Nämlich können wir die... Was? Oh nein, Freunde. Zum Glück ist da ein Gitter, die kann nichts passieren. Das war gut. Die wollen essen? Warte mal, ist der gerade ein Kuchen? Oh nein, das ist doch gar nicht für Babys. Oh nein. Sie haben die ganzen Kuchen gegessen. Oh nein, was macht denn da, Freunde? Oh nein, Freunde, was sollen wir jetzt nur machen? Ihr müsst mir schnell Tipps geben. Beruhigt dich. Lea, ich habe eine Idee, was wir machen. Wir müssen den Essen geben, damit die sich beruhigen. Und warte mal, wo ist die Küche? Zack, aus dem Kühlschrank natürlich. Oh, perfekt, ich habe einen Drink. Was passiert mit denen, Lea? Was passiert mit denen? Ich weiß nicht, oh nein, sie sind draußen. Sie brennen. Oh nein, Lea, was machen wir jetzt? Oh, puh, es hat aufgehört. Okay, pass mal auf, ihr komischen kleinen Babys. Kommt mal hier hoch. Okay, jetzt hört mir mal ganz genau zu. Wenn ihr essen wollt, dann kommt jetzt ganz brav mit nach Hause. Genau, es gibt was zum Futtern. Das wollt ihr doch, ihr kleinen Babys. Kommt mit. Kacke hier wegmachen und zack, perfekt. So, jetzt kommt mal mit. Ich gebe euch einfach was zu trinken. Das wollt ihr doch bestimmt, oder nicht? Hunger. Oh ja, schau mal, was ich in der Hand habe. Oh mein Freund, ich konnte es funktionieren wirklich. Also, ich gebe dir hier... Den Melonsaft, zack, den kannst du haben. Und du kriegst auch einen, damit ihr euch nicht streitet. Oh, lecker. Oh, schau mal. Die sind jetzt satt. Ja, die freuen sich richtig. Und wenn Babys satt sind, was? Dann passiert sowas. Aber dann müssen die doch eigentlich auch normalerweise schlafen gehen, wenn Babys satt sind, oder nicht? Ja, du hast recht. Komm mir erstmal ins Schlafzimmer. Wie sollen wir das schaffen? Ich habe eine Idee. Und zack, nein, nicht auf den Kühlschrank legen. Ich gebe dir einfach Kekse, Freunde. Eigentlich darf ich das nicht, aber... Schau mal, hier ist ein Keks, Lea, die schlafen jetzt einfach auf den, Oh nein, die sind jetzt hier eingeschlafen. Was machen wir denn jetzt nur? Okay, ich würde sagen, ich nehme einfach Baby Ukri und du nimmst Baby Oxy, okay? Ja, okay, dann komm mal her. Okay, perfekt. Und jetzt schieb den einfach. Ich nehme den auch mit und, zack. Und zack, perfekt, komm mit, oh Mann. Hoffentlich stehen die nicht auf, dann geht der ganze Mist wieder von vorne los. Und zack, 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 das erste Baby kommt dort vorne. Nein, in die Richtung. Und komm schon. Einfach hier ins grüne Bett, perfekt, das passt perfekt zu ihm. Schaut mal, Freunde, wie süß. Okay, und das zweite nicht hier lang. Okay, dann komm mal mit. Nein, steh bloß nicht auf. Komm, geh wieder in dein Zimmer. Schnell. Komm, geh da rein und zack. Oh, perfekt. Das war knapp, Freunde. Okay, und so hoch hier. Okay, perfekt. Das Baby schieben wir auch noch schnell in sein Zimmer. Oh Mann, irgendwie sieht es voll komisch. Das endet so stark Ukri. Ich kann noch immer nicht drauf klar. Du findest wirklich, dass er so stark Ukri ähnelt? Ja. Und schau mal, er schläft jetzt. Oh, wie niedlich. Und warum bewegt es sich im Schlaf? Weil er natürlich träumt. Er träumt? Von was träumt er bloß? Das will ich nicht wissen. Mantel. Was? Oh nein, das Baby ist voll komisch. Das ist so 100% Ukri leer. Oh ja, du hast recht. Das ist 100%ig. Er liebt auch Diamanten. Was? Oh nein, nicht schon wieder. Das ganze Spiel geht von vorne los. Was macht der da? Er will sich neben seinen Bruder legen. Oh, wie schön. Oh.
Das nenne ich doch wahre Bruderschaft. Oh ja, ganz genau. Und jetzt würde ich sagen, machen wir die Tür zu und sind etwas leise, nicht damit die aufstehen. Okay, ganz leise, die Tür zu machen, damit die bloß nicht wieder aufstehen. Denn dann geht's gleich wieder los und zack, perfekt. Was? Das war wohl zu laut. Das war zu laut. Warte, lass mich eine gute Nachtgeschichte erzählen und du räumst in der Zeit ein bisschen auf. Ich glaube, das wird nicht mehr klappen. Wenn die Babys einmal wach sind, dann schaffst du es nicht mehr. Ach, vertrau mir, das schaffe ich schon. Sicher, Lea? Oh nein, sie rasten wieder aus. Das kann nicht wahr sein. Warte mal, stopp mal. Hörst du das, Lea? Sie haben Hunger. Ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen, damit wir sie beruhigen. Wir müssen ihr Essen machen. Okay, passt mal auf, ihr Kinder. Ihr bleibt jetzt ganz genau hier. Lea, du passt jetzt auf die auf und ich hole in der Zeit was zu essen, okay? Warte, was? Wieso muss ich denn auf sie aufpassen? Du musst einfach auf die aufpassen. Pass auf, der macht das Kind da kaputt. Was ist los mit dem? Nein, weg da. Oh nein, der hat sogar TNT in der Hand. Oh nein, das kann nicht wahr sein. Oh nein, weg mit dem TNT. Okay, endlich mal Ruhe. Ich habe eine Idee, was ich denen gebe. Zack, was haben wir hier zur Verfügung? Oh, Raps, die sind richtig gesund und das wird bestimmt den lecker schmecken. Das musst du sofort aus der Hand nehmen. Oh nein, nimm das Ding aus der Hand leer. Nein. Oh Mann, was machen die da? Nimm das sofort aus der Hand. Und ich nehme sie weg. Zack. Was? Perfekt, ich hab's geschafft. Oh Mann, war das knapp. Ah, nein, jetzt kann ich. Und ich muss das Ding wegnehmen. Zack. Oh, perfekt. Das war knapp leer. Warum hast du nicht auf die aufgepasst? Oh Mann, das ist so anstrengend. Du weißt gar nicht, wie schwer das ist, Sam Lucky. Okay, perfekt. Das TNT habe ich jetzt auch. Das tue ich weg. Und ich würde sagen, ihr habt Hunger, oder? Hunger, okay. Seht ihr das? Ist das nicht lecker? Eklig. Eklig? Oh nein, das dürfen nicht eklig finden, sonst geht's gleich wieder los mit dem ganzen Rabazamba. Wie ist es mit Keksen? Kekse. Wow, siehst du seine Augen? Was bitte sehr mit dem passiert, seitdem er die Kekse sieht? Kekse! Was? Ich glaube, sie lieben Kekse. Oh ja, aber irgendwie sieht das nicht gesund aus. Ich glaube, der macht ein bisschen zu sehr Kekse. Ich würde sagen, wir gehen hier ins Wohnzimmer und jetzt gebe ich euch ganz viele Kekse. Pass auf, du kriegst einen Keks, genau. Du kriegst auch einen Keks. Ihr kriegt alle Kekse. Okay, hier. Und hier. Warte mal, kann es sein, dass sie gerade gewachsen sind? Ja, das kann ich auch, aber isst ruhig weiter. Hier noch mehr Kekse. Hier. Oh Mann, sie werden ja ganz schön groß und stark. Oh ja, habe ich auch das Gefühl. Warum geht das so schnell leer? Ich glaube, Babys wachsen normalerweise nicht so schnell, oder? Ich weiß nicht. Vielleicht ist es ja wirklich so. Mehr Kekse? Was passiert mit denen? Okay, hier. Ihr kriegt mehr Kekse. Fress so viele Kekse, wie ihr wollt. Hier, schnell. Oh Mann, ich glaube, das ist wirklich ein klein wenig extrem. Sie werden die bitte sehr, Freunde. Oh nein, ich glaube, unsere Babys mutieren. Oh nein, ich würde sagen, schnell weg hier. Oh ja, oh nein, wie komisch sehen die bitte sehr aus. Mehr Kekse? Ja, hier kriegt ihr die Kekse. Lass mich in Ruhe. Was? Oh nein, Freunde, was ist hier los? Oh Mann, wie komisch sehen die bitte sehr aus? Lea, wir müssen hier schnell weg. Wow. Oh Mann, Freunde. Das war knapp. Sie sind beide hinter mir her, Lea. Ich muss hier schnell weg. Falls ihr mehr Videos zusammen sehen wollt, lasst ein Abo und ein Like da. Und wie sieht bitte sehr dieses komische Baby aus? Freunde, schaut euch das mal an. Oh Mann, das sieht wirklich ganz schön komisch aus. Ich glaube, es hat so viele Kekse. Oh ja, ganz genau. Oh nein, das Oxy-Baby kommt bei uns hinterher.